Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk über zu meinem Talk über Bio- und Neurofeedback. Mein Name ist Dürfwei oder Jonathan. Und ich würde gerne eine Folie weiter. Definition von Biofeedback. The use of electronic monitoring of a normally automatic bodily function in order to train someone to acquire voluntary control of that function. Das Benutzen elektronischer Aufnahme von Biosignalen im Prinzip, die man normalerweise nicht bewusst steuert, um dadurch zu lernen, das doch bewusst zu beeinflussen. Meine Motivation, mich damit zu beschäftigen, ist, dass ich mich seit 2 Jahren etwa mit Meditation befasse. Und da bin ich darauf gestoßen, dass es ja so Untersuchungen gibt, dass zum Beispiel so Zen-Mönche, wenn die da in ihrem Ding drin sind, besonderes EEG haben. Also die haben dann zum Beispiel besonders viele von diesen Alpha-Wellen. Und da ist quasi die Überlegung, könnte ja jetzt, wenn man mit der Meditation anfängt, solche technischen Mittel benutzen, um irgendwie eine Rückmeldung zu kriegen, ob man sich da in die richtige Richtung bewegt. Da gibt es jetzt verschiedene Parameter, die man benutzen kann. Eins ist zum Beispiel die Hautoberflächentemperatur. Kann man tatsächlich beeinflussen. Also über den Mind, vom Gehirn aus. Es gibt zum Beispiel im autogenen Training diese Wärmeübung, wo es jetzt ohne technische Hilfe gemacht wird, also dass man sich irgendwie vorstellt, dass ein Körperteil warm wird und dann passiert das auch. Und man kann es eben auch so technisch unterstützen. Anderes klassisches Ding ist so der Puls, also Heart Rate. Das geht ja im Prinzip auch so, indem man sich einfach selber beobachtet. Aber eben auch technisch, da gibt es einen ganz interessanten Parameter, diese Heart Rate Variability, nutzt so diesen Effekt aus, dass wenn man einatmet, der Herzschlag so ein bisschen ansteigt und wenn man ausatmet, wieder absinkt. Und dieser Abstand, in dem da reguliert wird, der ist in sich schon so ein Indikator, wie gut sich das vegetative Nervensystem regulieren kann. Und wenn man das quasi trainiert, diesen Abstand zu erhöhen, dann verbessert sich auch so allgemein die Fähigkeit, zum Beispiel mit Stress umzugehen. Atmung hängt auch eng damit zusammen. Da gibt es eben so Atemgurte, die einfach den Brustumfang messen, dem man das trainieren kann. Und das ganze Feld der elektrischen Aktivität, also der Körper, also das Nervensystem basiert ja auf Elektrizität. Und da gibt es verschiedene Parameter, die man verwenden kann. Dazu komme ich gleich noch. Und dann noch eine Sache ist dieser Hautleitwert. Hat jemand von euch schon mal dieses Gerät irgendwo gesehen? Ja, das ist das sogenannte E-Meter, was die Church of Scientology benutzt, um ihr Auditing zu machen. Distanziere mich natürlich von der Scientology. Aber die Grundidee dahinter ist, wie beim Lügendetektor, man kann einfach die Hautleitfähigkeit messen und wenn man so eine emotionale Reaktion auf irgendwas hat, dann gibt es sowas wie so einen Mini-Schweißausbruch und dann verändert sich auch dieser Wert. Und da gibt es auch so einen Zweig der Psychoanalyse, die das halt benutzen, um schneller zu so emotional aufrührenden Themen zu finden. Und
Ja, weil ich glaube, der Gebrauch bei der Scientology, der geht dann so ein bisschen so in das parapsychologische Feld, dass man einfach irgendwelche beliebigen Fragen stellt und dann an der Reaktion von dieser Nadel irgendwie Schlüsse darüber zieht, was das Unterbewusstsein davon hält. Also es ist so ähnlich wie Pendeln im Prinzip. Also man macht so eine unbewusste Reaktion sichtbar. Was das dann für einen Wert hat, darüber kann man sich streiten. Und das, womit ich mich vor allem beschäftige, ist eben diese Elektrophysiologie. Da gibt es eine Myografie, also die Aktivität der Skelettmuskulatur. Das ist so mit das stärkste Signal, was man so aufnehmen kann. Neben dem EKG, Herzaktivität. Man kann auch die Aktivität des Auges so erfassen. Also zum Beispiel Augenbewegung geht recht einfach, indem man so links und rechts und oberhalb und unterhalb dem Auge so Elektroden platziert und dann sieht man ein relativ deutliches Signal, in welche Richtung man gerade die Augen bewegt. Was auch ganz interessant ist, ist diese Elektrogastrographie. Da geht es um die Bauchorgane, die ja auch quasi so ein eigenes Nervensystem beinhalten, was weitgehend autonom arbeitet. Auch ganz spannend, sich das anzuschauen. Aber womit ich mich vor allem beschäftige, ist das EEG, also die elektrische Aktivität des Gehirns. Das ist auch mit das komplexeste Feld. Hier ist so eine Darstellung, also eine mögliche Darstellung von den Bereichen, in die man das Gehirn einteilen kann. Da gibt es halt so hier unten so den Hirnstamm, das sind die älteren Gehirnbereiche, die wir mit den meisten Tieren teilen. Und hier vorne der Frontallappen, der ist quasi eine Spezialität vom Menschen. Das ist nämlich der gewissermaßen evolutionsmäßig neueste Teil des Gehirns, der so für Reflexion zuständig ist über das, was das restliche Gehirn macht. Und beim Neurofeedback, da kann man ja unterschiedliche Sachen mit beeinflussen oder behandeln. Und mit einem Parameter ist natürlich, welche Stellen man jetzt abgreift. Und das orientiert sich so ein bisschen an der Symptomatik. Und also wenn man jetzt eben Probleme mit dieser Reflexion hat oder der Selbstimpulskontrolle, dann ist hier eher der Frontal- oder Parietallappen da oben gefragt. Und Temporalbereich, der hat zum Beispiel was mit Erinnerung zu tun. Den kann man sich dann anschauen, wenn man irgendwie Gedächtnisprobleme hat oder so. Eine andere Einteilung ist dieser Homunculus. Da gibt es nämlich hier so in der Mitte des Gehirns diesen Motorkortex. Das ist quasi der Bereich, wo der restliche Körper, also die Muskeln und die entsprechende Sensorik verschaltet ist. Und das kann man da so abbilden, dass jetzt zum Beispiel so die Beine mehr so hier oben in der Mitte verdrahtet sind und das Gesicht an der Seite. Das sieht man dann auch, wenn man da oben eine Elektrode hinmacht und man die Beine bewegt, dann gibt das so eine fette Aktivität. Und so sieht das dann, sehen diese Signale aus, die man sich da anschaut. Da gibt es so verschiedene Frequenzbereiche, die interessant ist. Die treten so mehr oder weniger auch die ganze Zeit gleichzeitig auf. So im medizinischen Kontext ist es üblich, dann so dem Gesamtbild so einem Zustand zuzuordnen. Also dann zu sagen, ja okay, das sieht jetzt hier so aus wie eine Alpha-Welle. Also das ist zum Beispiel so eine entspannte Wachheit. Aber im Prinzip ist das alles so zu... Also sind diese Frequenzbänder zu wechselnden Anteilen mehr oder weniger gleichzeitig vorhanden. Das hier oben, der Beta-Bereich, das ist so der Zustand, in dem wir uns meistens befinden, wenn wir wach sind. Was
wahrscheinlich auch was so mit unserer Gesellschaft zu tun hat, weil das ist so diese, ja, eigentlich so eine Art Stresszustand. Also wenn wir so auf Kampf- oder Fluchtreaktionen sind und ja, wenn man sich dann entspannt oder einfach schläft, dann geht das dann runter in diesen Theta- oder Delta-Bereich. Und ja, so bei Leuten mit viel Meditationserfahrung, da sieht man dann zum Beispiel auch diesen Theta-Bereich. Aber das kann auch wiederum pathologisch sein, wenn das im Wachzustand zu stark ist. Ja, ja, und eine andere Sache, die noch interessant ist, ist diese linke, rechte Gehirnhälfte Einteilung. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt und kommt die linke Gehirnhälfte vielleicht auch ein bisschen schlecht bei weg. Also man sagt, das ist so diese logische, rationale, analytische dieser Funktionsbereich und das rechte mehr so das intuitive, kreative Denken. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu sehr vereinfacht, aber es gibt schon so Tendenzen, dass die Gehirnhälften verschiedene Aufgaben erfüllen und sich da gegenseitig ergänzen. Ja, und wofür ist das denn gut? Es gibt seit über 30 Jahren da jede Menge Forschung dazu, dass man das so anwenden kann, um ja, so Aufmerksamkeitsdefizitprobleme, Depressionen, Migräne, Suchtgeschichten und noch einen Haufen andere Sachen zu therapieren oder zumindest positiv zu beeinflussen. Man kann das auch machen, wenn man mehr oder weniger gesund ist, um ja, die Gehirnleistung noch ein bisschen zu steigern und eben auch auf so den Weg in die Meditation zu begleiten. Ja, so in einem professionellen Kontext sieht das dann ungefähr so aus. Also man hat da links einen Therapeuten und der rechts den Klienten. Der wird verkabelt. Auf dem Computer werden die Signale irgendwie analysiert und der Therapeut wählt dann aus, welche Signale, also Frequenzbänder davon zurückgespielt werden. Und der Klient, der spielt dann da so eine Art Videospiel oder so, wo er zum Beispiel irgendwie so ein Flugzeug hoch und runter steuert und wenn er das halt in dem Sinne macht, wie der Therapeut das spezifiziert hat, dann hat er da halt ein Erfolgserlebnis und dadurch lernt das Gehirn so mehr oder weniger von selbst sich, also die Aktivität so in diese gewünschte Richtung zu regulieren. Ja, vorher macht man noch so ein sogenanntes quantitatives EEG. Also da guckt man sich so das Gehirn insgesamt an und schaut erstmal, ja, was ist eigentlich los? Also welche Frequenzen sind irgendwie besonders aktiv oder wenig aktiv und wo? Und je nachdem wählt man dann halt eine Stelle aus, die abgegriffen wird und ja, entscheidet, welche Frequenzbereiche belohnt und werden und welche die Belohnung verhindern. Also man arbeitet immer mit so einer positiven Verstärkung im Sinne von so einer behavioristischen Konditionierung. Ja, dann setzt man unter Umständen noch so Schwellwerte fest. Also sagt irgendwie, man will jetzt seine, zum Beispiel die Alpha-Wellen steigern. Dann ist so das aktuelle Durchschnittslevel das Minimum und vielleicht das Doppelte davon das Maximum der Belohnung dann. Und dann verbindet man das mit so einem Feedback-Mechanismus, also wie so einem Spiel oder einem Video, dessen Helligkeit verändert wird oder irgendwelchen Tönen, die erzeugt werden. Ja, hier ist nochmal ein Bild von diesem QEEG. Ding, also da macht man halt eine
Aufnahme von möglichst vielen Stellen und teilt das so in diese Frequenzbänder auf. Und da kann man dann ganz gut sehen, wie sich so die Aktivität verteilt. Da gibt es dann auch im professionellen Kontext so Datenbanken, die quasi die Normwerte vorhalten und dann nicht nur jetzt die absoluten Werte darstellen, sondern auch also relativ zum Durchschnitt, damit man halt schneller sieht, wo die Abweichung ist. Also das kann man auch ein bisschen bedenklich finden, also finde ich zumindest, wenn man halt dann Leute so quasi zum Mittelmaß hintrainieren will. Also ich persönlich will da nicht Mittelmaß erreichen, sondern eben so ein Maximum an Gehirnleistung und Gesundheit, was ja wahrscheinlich eher nicht die Normalität ist. So, technisch besteht so ein EEG-Verstärker vor allem hier vorne aus diesem Instrumentationsverstärker. Das ist, ja, der muss halt möglichst hochohmig sein, weil die Signale, die man da rauskriegt, wirklich sehr, sehr klein sind. Also so, wir reden da so vom Mikrovolt-Bereich, wo man da schon sehr mit Verstärkerrauschen zu kämpfen hat. Was übrigens auch hochgeht, wenn dieser Kontakt zwischen Elektrode und Haut hochohmig wird. Ja, das sind Elektroden auch nochmal so ein wichtiges Thema. Und gut, dann wird es halt irgendwie durch einen Low-Pass-Filter geleitet, damit man das digitalisieren kann und dann irgendwie über USB oder Bluetooth an den PC weitergegeben. Ja, irgendwo da drin braucht man auf jeden Fall noch eine galvanische Isolierung, also hat man dann mal Bluetooth sowieso. Aber bei USB, bei einer USB-Verbindung empfiehlt sich das, weil sich ja schon direkt sein Körper dann an die Maschine ankabelt und das ist unter Umständen nicht so lustig, wenn man irgendwie ein fehlerhaftes Laptop-Netzteil hat oder so. Ja, das sind eben so eine Anforderung von so medizinischen Geräten. So sieht dann zum Beispiel so eine Software aus. Das ist jetzt hier BioExplorer. Da hat man so verschiedene Analysemodule, die man sich zusammenstöpseln kann. Also hier sieht man so ein Oszilloskop mit den verschiedenen, also in dem Fall jetzt hier das Rohsignal und dann das für das Alpha-Band gefilterte Signal und dann die Amplitude davon. Dann gibt es so Fourier-Transformationen, also so ein Wasserfalldiagramm davon, damit man auch die Frequenzaktivität über die Zeit gut sehen kann. Und ja, noch so weitere Darstellungsdinger. Also das ist dann quasi so eine Wissenschaft für sich, wie man dann aus diesen Modulen wirklich diese Protokolle aufbaut. Also da gibt es auch so ein, im Grunde so einen Markt dafür, wo man dann halt noch diese Designs oder Protokolle für diese Software dazu verkauft bekommt. Und ja, im Grunde ist da aber so technisch jetzt keine besondere Komplexität dahinter. Das Problem mit dieser Software, abgesehen davon, dass sie nur unter Windows läuft und ja, proprietär ist und $400 kostet, ist, dass sie so auf diesem visuellen Programmierungsparadigma aufbaut. Also man hat da halt diese Blöcke und zieht sich irgendwie Verbindungen zusammen und das wird relativ unübersichtlich, sobald das Design etwas komplexer wird. Deshalb dachte ich, ich mache eine eigene Software, wo ich halt mit ein bisschen Python-Code meine Blöcke zusammenbaue. Ja, und ist jetzt in so einem Proof-of-Concept-State. Also ich kann halt so meine Filter spezifizieren und Frequenzen, die ich trainieren will. Und
irgendwie daraus Sounds generieren oder ein Video abspielen, dessen Helligkeit moduliert wird. Ich führe das mal kurz vor mit so einer Aufnahme. Genau, also hier oben habe ich jetzt dieses Rohsignal. Das ist schon so ein bisschen vorgefiltert, sonst wird man da gar nichts sehen, weil überall dieses 50 Hertz Netzbrummen, das wir jetzt ja in jedem Gebäude im Prinzip haben, rausfiltern muss. Also es ist gefiltert von 1 bis 30 Hertz. Und hier habe ich jetzt auch so ein Wasserfall-Diagramm. Da sieht man jetzt irgendwie relativ deutlich, da ist meistens so eine Aktivität so um die 10 Hertz rum. Das sind die Alpha-Wellen. Also die Person da, die ist schon relativ entspannt, würde ich sagen. Und hin und wieder gibt es da darunter so ein bisschen was. Und dann hin und wieder auch in dem Beta-Bereich so eine Aktivität. Ja, man sieht, ich warte mal, bis ein gutes Beispiel kommt. Lässt ein bisschen auf sich warten. Jedenfalls gibt es immer wieder so Peaks in einem bestimmten Frequenzbereich, die halten für eine kurze Zeit an. Und manchmal gibt es auch so einen Peak, der sozusagen über die gesamte Bandbreite geht, sowas wie das hier. Das ist einfach ein Artefakt. Also das kann daher kommen, dass man so eine Elektrode an der Stirn hat und einmal mit der Stirn runzelt oder so, dann hat man natürlich auch dieses Muskelsignal, was eben viel, viel stärker ist. Da braucht man im Idealfall noch ein bisschen Logik, die dann diese Sachen ignoriert und nicht berücksichtigt. Ja, und was man da letztendlich sieht, das sind jetzt auch nicht so einzelne Gedanken oder einzelne Neuronen oder so, sondern die synchrone Aktivität von größeren neuronalen Netzwerken. Weil man macht ja eine Aufnahme durch die Schädeldecke hindurch und was da dann ankommt, ist halt nur noch so das Gesamtergebnis, also in welcher Frequenz halt größere Verbünde von Neuronen gerade schwingen. Ja, das ist jetzt dieser Feedback-Mechanismus hier, dieses Video. Da habe ich jetzt einfach was gebastelt, dass diese Helligkeit moduliert wird. Und ja, hier werden jetzt drei Frequenzen berücksichtigt, 12 bis 15 Hertz. Das ist in dem Fall Low Beta oder der sensomotorische Rhythmus. Das ist so eine Frequenz, die kann man hier am Motorkortex sehen. Das geht immer, also ist so grundsätzlich normalerweise so ein bisschen vorhanden und geht weg, sobald man sich bewegt. Also umgekehrt, es geht hoch, wenn man sich entspannt. Das ist bei den meisten Leuten hat das einen positiven Effekt, wenn man das hochtrainiert. Ja, dann gibt es noch zwei Frequenzen, die werden inhibited. Und dann geht das in so ein Threshold-Objekt rein. Also das ist so eine Funktion im Prinzip, die einfach so die Durchschnittswerte über eine Epoche von den letzten 10 Sekunden oder so nimmt und dann einfach eine Schwelle einstellt. Also wenn man was hochtrainiert, dass es halt ein Erfolg zurückgegeben wird, sobald man diese Schwelle überschreitet. Und die wird halt automatisch so angepasst, dass man eine 90-prozentige Erfolgsrate hat im Durchschnitt. Ja, und diese Werte, die werden dann halt zu einer Helligkeit zusammengerechnet. Und dann sitzt man halt einfach da, guckt sich das Video an und die Belohnung ist, dass es halt die volle Helligkeit hat, man was sieht. Und dann findet das Gehirn irgendwie von selber raus,
also zumindest wenn die Belohnung angemessen gewählt ist, was es machen muss, um um sich in diese Richtung zu regulieren. Und meistens ist es dann so, dass nach einigen Sitzungen, also vielleicht zum Durchschnitt um die 10, man dann auch so einen bewussten Zugriff darauf bekommt, sich in den entsprechenden Modus zu bewegen. Irgendwie habe ich jetzt gerade meine Folien zugemacht. Ich stelle jetzt noch ein paar Geräte vor. Also Produkte, die es schon gibt, die man sich da holen kann, um da einzusteigen. Das eine ist dieses Neurosky Mindwave. Gibt schon seit ein paar Jahren, ist aber mehr so Kategorie von Spielzeug, weil das ein relativ stark rauschender Verstärker ist. Der macht dann schon selber diese Signalanalyse gleich auf dem Chip und gibt einem neben so Alpha, Theta, Beta, Amplitude und so weiter auch so einen Wert für Meditation und Attention raus, wo irgendwie nicht so ganz klar ist, was das dann bedeutet. Man ist auch so auf eine Elektrodenposition dann fixiert. Also es ist irgendwie ganz nett, um so künstlerische Sachen zu machen, weil das irgendwie nicht mehr so viel Signalanalyse erfordert, aber für Neurofeedback ist das eigentlich nicht geeignet. Dann gibt es irgendwie so quasi die nächste Generation davon, dieses Melon Headband. Das ist so ein Kickstarter-Projekt. Ist auch so fixiert, das kommt ja einmal um den Kopf rum und dann werden hier vorne am Frontalkortex zwei Punkte gemessen für linke und rechte Gehirnhälfte. Ist ein ganz schickes Ding. Ich habe das auf dem Camp mal in der Hand gehabt. Aber da gibt es irgendwie gerade noch kein richtiges SDK und ist auch halt doof, dass diese Elektroden fixiert sind. Ja, dann gibt es noch, das ist jetzt so ein Gerät, das bekommt man von den Profis empfohlen, wenn man jetzt ganz scharf drauf ist, sofort loszulegen, ohne viel basteln. Da ist man so für $1,000 dabei. Und das ist eigentlich ganz schick, weil da sind jetzt neben so 4 EEG-Kanälen auch noch Anschlüsse da, um jetzt irgendwie so einen Pulsmeter und so ein HEG anzuschließen. Also HEG ist Helm-Enzephalographie. Da guckt man einfach mit einer Infrarot-Leuchtdiode und einem entsprechenden Lichtwiderstand auf die Haut und kann dadurch die Durchblutung ermitteln. Und das ist auch so ein Trainingsmodus, dass man einfach versucht, dann die Durchblutung im vorderen Teil des Gehirns hochzuregeln. Ist auch softwaremäßig ein bisschen einfacher, weil man ja da keine Frequenzen mehr hat, also eine schlechte zeitliche Auflösung und dann einfach so einen relativ langsamen steigenden und fallenden Wert bekommt. Ja, und dann gibt es das Ding, mit dem ich gerade arbeite, dieses OpenBCI. Das hat halt schon 8 Kanäle. Ja gut, meistens benutze ich nur 1 oder 2. Das basiert auf so einem Chip von Texas Instruments, dieser ADS1299. Der integriert schon diese EEG-Frontends komplett auf einem Chip. Und da ist noch so ein kleiner Mikrocontroller drauf, der das über Bluetooth rausfunkt. Und ja, das Ding funktioniert ganz gut, ist aber dann doch relativ teuer für das, was es an Hardware tatsächlich hat. Also günstig im Kontext von so medizinischer Hardware, aber nicht unbedingt das, was ich mittlerweile auch empfehlen würde. Ich würde, wenn ihr euch mit Neurofeedback beschäftigen wollt, tatsächlich dieses Brainduino nahelegen. Das ist so ein diskreter Aufbau mit so quasi dem
besten Verstärkern, die der Markt da gerade zu bieten hat. Und das hat wirklich ein spektakulär geringes Rauschen. Und zwar auch, wenn der Übergangswiderstand von der Elektrode ein bisschen höher wird. Also bei dem OpenBCI kriegt man ein brauchbares Signal bis so etwa 100 Kiloohm. Und danach wird halt einfach das Eigenrauschen von einem Verstärker höher als das Nutzsignal. Und bei dem hat man immer noch bei einem Megaohm ein gescheites Signal. Was bedeutet, dass man auch relativ problemlos trockene Elektroden, wo man sich kein extra Elektrolyt, Gel oder Paste oder sowas hinschmieren muss. Ja, als Bausatz für $150 zu haben. Und ja, meine Empfehlung. Ja, okay, das war's soweit. Gibt's noch irgendwas? Ja. Also es gibt auch eine Software dazu, die Masahiro entwickelt. Der Haken dabei ist, die ist nur für Mac OS X. Nee, also du kriegst die CD dazu, wenn du den Bausatz kaufst. Man kann das... Es gibt verschiedene Softwares, die das unterstützen. Also eine davon ist BrainBay. Das ist so eine Art Klon von diesem Bio-Explorer. Ist auch ist zwar Open Source, aber nur eine Windows-Software. Also da gibt es im Software-Bereich tatsächlich nicht so viel, was jetzt Open Source und meiner Ansicht nach benutzbar ist. Deshalb habe ich halt dieses OpenNFB-Projekt gestartet. Also es gibt dieses BrainBay, das läuft ganz gut mit Wine und ansonsten gibt es nur das OpenNFB bisher. Okay, vielen Dank.